In der NBA kann es immer wieder ganz, ganz schnell gehen. Von einer Sekunde auf die andere kann ein komplettes Beben in der Liga ausgelöst werden. Innerhalb von kürzester Zeit können Kräfteverhältnisse verschoben werden. Es ist immer irgendetwas los und das Risiko, das zu verpassen, ist doch immer da. Es kann allerdings genauso gut auch sein, dass ewig lang gar nichts passiert, dass es ganz, ganz langsam geht, dass über einen längeren Zeitraum überhaupt keine Bewegung drin ist. Als Damian Lillard einen Tag nach Beginn der diesjährigen Free Agency-Periode einen Trade offiziell forderte, genauer gesagt am 2. Juli 2023, dachten viele, dass es damals ganz schnell gehen könnte. Denn Dame forderte nicht nur den Trade, er machte außerdem kein großes Geheimnis draus, zu welchem Team er getradet werden möchte. Dame wollte nach Miami, Miami wollte Dame und Portland wird sich vollkommen in den Weg stellen und versuchen, ihrem jahrelang loyalen Superstar, dem besten Spieler in der Geschichte der Franchise, zum Abschied noch einen reinzuwürgen. Nun, mittlerweile ist auch das schon wieder über 2,5 Monate her, den ganzen Juli ist nicht wirklich etwas passiert, den ganzen August genauso wenig und wir haben es bald Ende September, ohne dass wieder irgendwie viel Bewegung reingekommen ist. Das Training Camp rückt allerdings immer näher, am 2. Oktober ist es soweit, dann geht's offiziell mit der Saisonvorbereitung los und das ist in nicht einmal 2 Wochen. Bis dahin muss natürlich noch lange nichts passiert sein, sicherlich ist der Start des Trainingslagers keine Trade Deadline, aber in der Regel wollen Teams mit dem Kader in die Saisonvorbereitung gehen, mit dem sie dann schließlich auch in die Saison gehen wollen. Plus ist es bei diesen Stars, welche Trades gefordert hatten, immer die große Frage, werden sie zum Training Camp erscheinen? Bei Lillard ist das sicherlich wahrscheinlicher als bei James Harden zum Beispiel, aber alleine dadurch wird zwangsweise etwas Öl ins Feuer gegossen. Ich möchte das heutige Video mal nutzen, um einen Blick darauf zu werfen, was es eigentlich in der Causa Damian Lillard so alles Neues gibt, wie ist der aktuelle Stand, es ist nämlich einiges passiert in den letzten Tagen, aber was ist denn eigentlich passiert und wie könnte es weitergehen? Gefallen euch meine Videos, dann lasst sehr gerne ein Like und Abo da, aktiviert gerne die Glocke, so helft ihr mir, noch mehr basketballverrückte Leute mit meinen Videos zu erreichen. Zuallererst zu den Rahmenbedingungen und die haben sich im Großen und Ganzen eigentlich nicht so wirklich geändert. Damian Lillard möchte weiterhin getradet werden und er möchte weiterhin zu den Miami Heat getradet werden. Er ließ in den letzten Tagen und Monaten wieder durchsickern, dass er nicht zum Training Camp eines der anderen 28 Teams reporten wird, zuletzt hieß es sogar, dass er automatisch einen erneuten Trade requestet, sollte er zu einem Nicht-Miami-Team geschickt werden. Die Blazers auf der anderen Seite sind auch nicht allzu sehr von ihrer eigenen Position abgerückt, am liebsten würden sie den Superstar halten und das Ganze wieder gerade biegen, sie wissen aber auch, dass das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht funktionieren wird. Also versuchen sie entsprechend das Maximum in so einem Dame-Trade rauszuholen und ob man das von Miami bekommt, ist eben die ganz große Frage. Die Heat sind allerdings genauso geduldig, zuletzt hörte man, sie daren die Blazers, einen besseren Trade-Partner zu finden, weil sie ja genau wissen, dass es schwierig wird. Sie wollen Lillard natürlich unbedingt ins Team holen, aber zumindest stand jetzt noch nicht um jeden Preis, sie wollen ihn so günstig wie möglich und darum wird hier auch nichts überstürzt. Und dann wäre da noch der ganze Rest der NBA, welcher natürlich super abgeschreckt ist von all den Leaks aus Lillards Camp. Niemand wird Haus und Hof anbieten für einen Spieler, der nicht für dich spielen möchte. Soweit so gut, das wussten wir, wenn wir ehrlich sind, eigentlich auch alles vor ein paar Monaten schon. An sich gibt es in dieser Hinsicht eigentlich nicht so wirklich viel Neues. Neuerdings hört man immer wieder, dass es jetzt allerdings gerade im Hinblick auf Training Camp und den anstehenden Beginn der Saison relativ schnell gehen kann und nicht wenige Experten und Reporter gehen davon aus, dass Lillard noch vor Beginn des Trainingslagers getradet wird. Mich persönlich würde das nicht stören, wir haben nämlich eine dritte Community-Reise vor, dann soll es nach Miami im März gehen und wenn wir Dame dort sehen könnten, wäre das eine ziemlich geile Sache. Mehr Infos gebe ich euch weiter, sobald etwas Konkretes feststeht, bisher ist es nämlich noch alles in Planung. Die Blazers und Heat sollen Verhandlungen wieder aufgenommen haben und die Gespräche sollen mehr ergeben haben als alles aus den letzten paar Monaten zusammen. Man hört mittlerweile sogar immer wieder, dass es ein geheimes drittes Dark Horse Team geben könnte, was involviert sein kann, kein Team, das für Lillard traden würde, sondern eins, welches dabei helfen würde, den Trade des Point Guard zu den Heat auf die Beine zu stellen. Denn das, was Miami anbieten könnte, ist nicht so unbedingt krass verlockend für Portland, gerade der Name Tyler Hero fällt immer wieder, aber das ist nicht unbedingt der Typ Spieler, den die Blazers unbedingt wollen oder brauchen, gerade nach der Ankunft von Scoot Henderson in der Rip City. Niemand Außenstehendes weiß so wirklich, wer das mysteriöse dritte Team sein könnte, eventuell ein Team wie Toronto oder Chicago oder, was man in den letzten Tagen immer häufiger hört, ein Team wie die Phoenix Suns. Quellen zufolge sollen die Suns daran interessiert sein, die Andrew Ayton abzugeben und im Gegenzug Yusuf Nurkic zu bekommen, darum soll es sich vor allem immer wieder drehen.
Das würde dann so aussehen, dass Phoenix etwas aus Miami bekommt und Nurkic aus Portland und dafür Ayton und andere Assets aus Miami bei den Blazers ankommen. Ich weiß zwar nicht unbedingt, warum die Suns das machen sollen, außer sie finden wirklich, dass Ayton gehen muss und dass sie prinzipiell erst einmal besser werden, wenn Ayton generell weg ist, was ich allerdings nicht so unbedingt sehen würde. Der ehemalige erste Pick hat sicherlich seine Schwächen in den letzten Jahren in Arizona, waren nicht unbedingt leicht, aber er hat trotzdem noch eine Menge Potenzial und wertvolle Skills, gerade bei diesem aktuellen Kader der Suns. Aber schauen wir uns doch mal an, wie das aussehen könnte und denken etwas weiter und involvieren mal ganz hypothetisch noch ein viertes Team, sagen wir mal Utah Jazz, auch ein recht aktives Team, welches nicht davor zurückschreckt, bei solchen großen Sachen mitzuwirken, um marginal besser zu werden. Miami würde Damian Lillard und Capfiller bekommen, vielleicht jemand wie Nassir Little oder Talen Horton-Tucker. Phoenix würden Colin Sexton und Yusuf Nurkic bekommen, Utah Tyler Hero, Ish Wainwright und einen Pick von den Suns und natürlich würden die Blazers auch eine ganze Menge erhalten. Und zwar die DeAndre Ayton, Kyle Lowry, den jungen talentierten Nikola Jovic unter anderem und zwei zukünftige First Rounder aus South Beach und zwar 2028 und 2030. Der Trade würde passen laut ESPN Trade Machine, mit der ich mal eine ganze Menge rumgespielt habe in letzter Zeit. In meinen Augen wäre das zum Beispiel ein Deal, welcher für alle Beteiligten Sinn machen würde. Utah würde besser werden und mit Hero einen Spieler bekommen, der denke ich gut reinpasst, die Suns könnten das Kapitel 8 beenden, endlich, und die Blazers bekommen einen jungen talentierten Big Man, den man mit Scoot paaren kann, einen Vet in Lowry, mit Jovic einen Spieler, der bei der WMX nur überzeugen konnte und ein paar Picks gibt's natürlich auch noch oben drauf. Und Miami würde endlich ihren Wunschspieler bekommen, ohne dafür Caleb Martin abgeben zu müssen, an dem soll es wohl unter anderem scheitern bisher. Denn Miami will den Wing unbedingt behalten, nachdem man im Sommer schon Spieler wie Max Strus Richtung Cleveland und Gabe Vincent Richtung LA verloren hatte, will man jetzt sich auch noch mehr Tiefe opfern, dann würde es nämlich abgesehen von der neuen Big 3 auch echt dünn aussehen in Miami. Natürlich ist das nur ein rein hypothetischer Trade, welcher aber in meinen Augen ganz gut zeigt, dass es Möglichkeiten gibt, dass alle Beteiligten ihren Wunsch bekommen. Wenn die Blazers Hero nicht wollen, dann schön, man könnte trotzdem auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Oder wenn die Heat Martin eben nicht abgeben wollen, dann eben auch schön, daran soll es in meinen Augen nicht unbedingt scheitern. Man wird ein drittes oder sogar viertes Team involvieren müssen, kompliziert wird es so oder so, ich denke allerdings, dass es für alle Beteiligten das Beste wäre, wenn in den nächsten Tagen etwas passiert. Denn sind wir mal ehrlich, auch wenn ein bisschen Drama mal für Spannung sorgt, irgendwann reicht's dann auch mal, das Ganze hat jetzt lange genug gedauert, wir haben es alle verstanden, Dame will nach Miami, jetzt darf's dann bitte auch langsam mal passieren. Ich für meinen Teil brauche kein Footage von Lillard beim Training Camp der Blazers zu sehen oder irgendwelche vielsagenden Stories auf Talheros Instagram. Also, es wäre super, wenn bis Anfang Oktober die ganze Sache geklärt ist. Warum noch warten? Lillard will seine Meinung nicht mehr ändern. Hero wird jetzt auch nicht auf einmal verlockend für Portland. Und dass Pat Riley eines Tages aufwacht und dann doch bereit ist, alles abzugeben, was er hat, halte ich auch für eher unwahrscheinlich. Dame nach South Beach, und zwar jetzt bitte, und dann sehen wir ihn hoffentlich im März dort auch ein paar Mal spielen. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut.